Herzlich willkommen zu einem COSPA TV-Beitrag zum Thema Umwelt. Es geht diesmal um die Energieeffizienz von Gebäuden. Wir schauen uns das an am Beispiel vom Millennium Tower. Tower Blue Building zertifizieren zu lassen, weil wir der Meinung sind, dass Nachhaltigkeit insbesondere auch für Immobilien ein sehr essentielles Thema ist. Es ist insbesondere wichtig für die Eigentümer und für die Mieter, langfristig niedrige Kosten im Betrieb des Gebäudes zu haben und das Gebäude auch langfristig wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll betreiben zu können. Diese Einsparungen bedeuten vor allem weniger Belastung unserer Umwelt. Der Tower wurde grundsätzlich energieeffizient gebaut. Optimierungsmaßnahmen werden im Interesse der Mieter aber permanent getroffen. In der Garage konnten bei der Beleuchtung durch den Austausch tausender Lampen 40% Stromkosten eingespart werden. Ein imposantes Ergebnis wurde auch bei der Kälteanlage erzielt. Herr Zach von der Haustechniken führte mich durch Gänge und über Dächer in eine der beeindruckenden Technikzentralen, von wo aus die Thermik gesteuert wird. Allein eine Maßnahme, die im Vorjahr stattgefunden hat, es wurden zwei Kälteschienen miteinander verbunden, sodass hier eine bessere Auslastung der Kältemaschinen gewährleistet werden konnte. Und allein diese Maßnahme hat 360.000 Kilowattstunden im Jahr Einsparung gebracht. Das mit der Prüfung des Hauses beauftragte Team von Doris Wirth hat außerdem einen hohen thermischen Komfort festgestellt. Der thermische Komfort ist ja im Grunde auch für unsere Zivilisationskrankheiten verantwortlich, beziehungsweise dafür, wie gesund wir eigentlich leben und wie gesund unsere Arbeitsumgebung ist. Gesündere Mitarbeiterinnen bedeuten in der Folge weniger Krankenstände und mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Wir legen als Hauseigentümer sehr, sehr großen Wert darauf, dass sich unsere Mieter in den Büros, aber auch unsere Kunden im Einkaufszentrum im Haus wohlfühlen. Wir haben uns in diesem Zusammenhang auch eines Feng Shui-Beraters bedient. Das betrifft bei den Büros einerseits die Raumkonfigurationen, die entstanden sind, und im Bereich des Einkaufszentrums haben wir sehr große Maßnahmen auch in Richtung einer Besucherzufriedenheit, eines Wohlfühlklimas gesetzt. Die Mitarbeiterinnen und Besucherinnen der Millennium City fühlen sich wohl und obendrein wird auf die Umwelt geachtet. Das zukunftsweisende Konzept zeigt in dieser Hinsicht im Großen vor, was wir im Kleinen nachahmen können.